Nach dem überraschenden Auswärtssieg gegen die Tabellenführer der EN Basket Schwelm musste der SSV Lok Bernau am Samstag nach einem enttäuschenden Auftritt die zweite Heimniederlage in Folge verbuchen. Wir haben viele Dinge angesprochen, wir konnten einiges umsetzen, einiges konnte man nicht umsetzen. Und am Ende haben wir mehr Fehler gemacht und vielleicht in ein, zwei Situationen nicht clever genug agiert, um das Spiel halt zu gewinnen. Mit der Pro-B-Liga auf der Zielgeraden, es standen noch 5 Ligaspiele aus, ist der Kampf um die Playoff-Plätze natürlich in vollem Gange. Mit einem Sieg hätte Lok Bernau sich in der extrem eng gestaffelten Tabelle bis auf den 3. Platz hocharbeiten können. Für die Gastgeber ging es auch gut los. Evans Rapid erzielte den ersten Treffer zum 2:0. Der SC-Rist Wedel tat sich in den Anfangsminuten noch schwer aus dem Feld heraus abzuschließen, zog aber frühzeitig viele Fouls der Bernauer. Bis zum Ende des ersten Viertels kamen die Gäste dann aber richtig ins Spiel und gingen mit 18:15 in Führung. Im zweiten Viertel gab es dann ein 10:0 Powerplay der Bernauer zu sehen. Auf Till Hornscheid, hier für 3, entfielen dabei ganze 8 Punkte. Im Anschluss vergaben die Gastgeber die zwischenzeitliche Führung jedoch wieder. Zu oft ließen sie die Schleswig-Holsteiner wie hier nach einem Fehlwurf offensiv nachsetzen. Aber auch unnötige Ballverluste und starke Aktionen von Wedel-Aufbauspieler Justus Hollertz, hier bei einem erfolgreichen Fastbreak-Abschluss, sorgten für einen klaren 33:40 Pausenstand. Also unser Hauptproblem war, dass wir die Leute nicht 1 gegen 1 stoppen konnten und große Probleme beim Rebounden hatten. Nach der Pause gab es dann wieder einen Lauf der Bernauer. Der Rückstand war innerhalb von 2 Minuten wieder egalisiert. Die Gäste waren aber auch wieder schnell wachgerüttelt und spielten sich in den nächsten Minuten abermals eine Führung heraus. Erst knapp 5 Minuten vor Spielende gelang es den Bernauern, durch einen Dreier von Malte Delo noch einmal die Oberhand zu gewinnen. Hier hätte der Heimsieg nun perfekt gemacht werden können, die Lokoffensive kam jedoch abrupt wieder in Stocken. Die etlichen Fehler und Ballverluste ließen die Gäste nicht ungenutzt und machten den Sack so in den Schlussminuten zu. 66:74 das Endergebnis, für die Bernauer eine große Enttäuschung. Wie es aber ist, haben wir das Spiel verloren und jetzt gucken wir nach vorne und haben halt noch 4 Spiele zu spielen, müssen davon 2 gewinnen, um in die Playoffs zu kommen und das ist jetzt unser großes Ziel. Mit 4 verbleibenden Saisonspielen heißt es nun noch einmal Schlusssport. Das Restprogramm von Lok hat es dabei aber in sich. Am nächsten Wochenende geht es zu den Spitzenreitern aus Itzehoe und am 14.02. kommt ein Team mit ordentlich Momentum in die Erich-Wünsch-Halle, die Dresden Titans. Wir haben auch eine Chance in Itzehoe beim Tabellenersten. Definitiv, das liegt an uns. Ja. Momentan ist ja so, dass nach einem guten Spiel bei uns wieder ein schlechtes Spiel kommt. Jetzt könnte man einfacherweise sagen, okay, das geht wieder nach oben. Ob dem so ist, weiß ich nicht. Ich hoffe es natürlich, aber wir werden alles daran setzen, dass wir zumindest das Heimspiel gewinnen und auswärts alles geben, um vielleicht einen Überraschungserfolg zu landen. Wir sind gespannt. Bei der aktuellen Tabellensituation ist in dieser Liga jedenfalls noch alles offen.